Meine Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen in der Villa Rosenthal zur Ausstellung Nicht nur Marlene Dietrich auf dem Fass sitzend. Ausgangspunkt dieser Ausstellung ist dieses Bild, das Sie alle kennen. Der Film Der blaue Engel hatte am 30.04.1930 in Berlin Premiere. Marlene Dietrich wurde mit einem Schlag weltberühmt. Sie sitzt hier auf dem Fass mit ihrem Zylinder, mit ihrem schwarzen Korsett, ihren weißen Rüschenhosen und den schwarzen Strappstrümpfen. Und dieses Bild, das Sinnbild der Ikone ist, der Weiblichkeit, des Spielens mit weiblichen Attributen, macht später eine Karriere, die Sie in dieser Ausstellung nachverfolgen können. Eines der perfidesten Zeugnisse, die diese Variation aufgreift, ist diese Zeitung aus dem April 1933. Heinrich Mann wird in einer nationalsozialistischen Hetzkarikatur als Marlene Dietrich gezeigt. Auf einem Fass sitzend mit den weiblichen Attributen. In der Fußzeile wird der Titelsong des Films »Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt« umgetextet in »Ich bin von Kopf bis Fuß auf Juda eingestellt«. Zusammen mit dieser kleinen Zeitungsannonce, ein deutscher Literat, Heinrich Mann, hielt bei der Einweihung der neuen Berliner Synagoge die Eröffnungsrede, wird das Ziel der Nationalsozialisten deutlich. Sie wollen Heinrich Mann verhöhnen, ihn als Judenfreund darstellen und das sozusagen, wo Heinrich Mann einer der ersten war, der auf der schwarzen Liste der Nationalsozialisten stand und tatsächlich schon im Februar 1933 das Land verließ. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg gibt es zahlreiche Variationen. Dabei sind es einerseits die Variationen, die sich direkt auf den Film beziehen, wie beispielsweise hier das Remake des Blauen Engels von 1959 mit Kurt Jürgens in der Hauptrolle als Schulrat und einer blonden schwedischen Schönheit als Marlene Dietrich, die tatsächlich, man sieht es, fast eins zu eins den Film nachstellt. Aber auch wie dann Rainer Werner Fassbinder, der mit seinem Film Lola eine Variation, eine zeitgemäße Variation in den 80er Jahren auf die 50er Jahre herstellt, dann mit Armin Müller-Stahl als Baurat, der in die Fänge der jungen, schönen, prostituierten Lola gerät und damit in das Abhängigkeitsnetz der bayerischen Kleinstadt. Diese Eiskarte ist der Beginn meiner Sammlung gewesen. Vor 25 Jahren, als ich mich mit Marlene Dietrich beschäftigte, merkte ich auf einmal, dass sich das Image von seinem Kontext löst. Denn es ist völlig unklar, warum Marlene Dietrich, der Schattenriss ist klar, für eine Eiskarte benutzt wird. Während bei anderen Produktionen bzw. anderen Produkten, wie hier bei dieser Werbung für einen Opel Corsa, wo immerhin noch die Textzeile von Kopf bis Fuß auf Luxus eingestellt, darauf hinweist, dass Zeichen sich im Zeichen der Globalisierung und der Konsumorientierung tatsächlich benutzt werden, um eine Nobilitierung eines Produktes, also eine kulturelle Ikone als Nobilitierung eines Produktes zu benutzen, ist es hier völlig unklar, wie dieses Zeichen funktioniert. Es generiert Aufmerksamkeit, aber Bedeutung. Es ist auch eine Ausstellung über die Macht und Verfügungsgewalt von Bildern im 20. Jahrhundert. Marlene Dietrich war wie keine zweite Schauspielerin darauf trainiert und konditioniert, ihre Bilder, die Bilder, die von ihr in den Umlauf gerieten, zu kontrollieren. Schon in der Hollywood-Zeit, die 1930, kurz nach der Premiere des Blauen Engels, begann, achtete sie darauf, welche Bilder von ihr nach außen gingen. Und natürlich ist dies auch eine Ausstellung über die Ökonomie und die Kaufkraft von Bildern. Marlene Dietrich erkannte das sehr früh. Hier setzt sie sich sehr satirisch und in einem, ich sag mal, schon fast sehr stark ironischen Ton mit ihrer eigenen Werbewirksamkeit auseinander.
Sie zeichnet ein Bild, das sie vorgefunden hat, mit einem Bierglas, schreibt Berliner Kindl drüber, schreibt, habe ich gezeichnet, und hier ein Vorschlag für Berliner Kindl, eine Berliner Biermarke. Good? No? Dies bezog sich auf einen Streit, einen Rechtsstreit, den Marlene Dietrich eben genau mit diesem Bierbrauer hatte, weil dieser ihr Image benutzt hatte, ohne sie vorher zu fragen und natürlich auch ohne sie entsprechend zu bezahlen. Die Ausstellung zeigt aber nicht nur die Geschichte der Ikone, es zeigt nicht nur eine Geschichte der Weiblichkeit im 20. Jahrhundert, es zeigt nicht nur Karikaturen, es zeigt nicht nur Schauspielerinnen, die vom Image Marlene Dietrichs profitieren wollten, es zeigt nicht nur den Umgang mit Werbung, Konsum und Ökonomie, es zeigt auch die Geschmacksverirrungen des 20. Jahrhunderts. Hier ein Teller aus der Sammlung, der Marlene Dietrich auf einem Globus sitzend zeigt. Vermutlich will man damit den globalen Charakter der Ikone andeuten. Um sie drumherum Männer, die sie umschwirren wie Motten das Licht. Und ein Spruch Marlene Dietrichs: Die meisten Frauen setzen alles daran, einen Mann zu ändern. Und wenn sie ihn geändert haben, mögen sie ihn nicht mehr. Was das nun mit der Ikone zu tun hat, das wird uns immer ein Rätsel bleiben. Genauso wie mir immer ein Rätsel bleiben wird, wer wohl von einem solchen Teller oder von einem solchen Bierglas, auf dem Marlene Dietrich zusammen mit einigen nackten Frauen abgebildet ist, trinken wird. Ich lade Sie in jedem Fall ganz herzlich ein auf diese wunderbare, spielerische, aber ebenso unterhaltsame Erkundungstour hier in die Villa Rosenthal. Und wie Sie gekleidet kommen, ob in Strapsstrümpfen oder mit dieser hochattraktiven Krawatte, die ein Teil der Ausstellung ist und die nichts anderes zeigt als Marlene Dietrich auf dem Fass sitzen, das bleibt ganz Ihnen überlassen. Seien Sie bei uns herzlich willkommen.